Haartransplantation versus Haarsystem. Was sind die Vor- und Nachteile? 70% aller Männer leiden früher oder später unter Haarausfall. Und wenn die Haare dann irgendwann mal ausgefallen sind, dann gibt es zwei bekannte Methoden, auf die man zurückgreifen kann. Und zwar zum einen die Haartransplantation und zum anderen das Haarsystem. Heute spreche ich einfach mal über die Vor- und Nachteile beider Methoden, damit ihr für euch später abwägen könnt, welche Methode für euch die bessere ist, wenn es da oben auf dem Kopf ganz schön licht wird. Ich habe das Ganze für euch so ein bisschen strukturiert und gegliedert, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und wir starten jetzt mit den Vorteilen des Haarsystems. Wenn man ein Haarsystem haben möchte, ist kein operativer Eingriff nötig. Heißt, es gibt auch keine Risiken, die eine OP mit sich zieht. Und wenn das Haarsystem möglicherweise nicht gefallen sollte, kann man das Ganze auch wieder rückgängig machen. Schmerzen hat man logischerweise beim Haarsystem keine. Und die Anwuchsrate, wenn man in diesem Zusammenhang über Anwuchsrate sprechen möchte, heißt, die Haardichte liegt fast bei 100%. Also das Haar ist wirklich sehr dicht, denn die Haare sind ja bereits in diesem System vorab integriert worden. Sicherlich kann das Haarsystem hin und wieder mal ein Haar verlieren, aber volles Haar ist definitiv garantiert. Die Dauer der Behandlung liegt bei ca. 2 bis 3 Stunden. Man muss einfach mit so einem verlängerten Friseurbesuch rechnen. Und das Endergebnis ist logischerweise auch dann direkt nach 2 bis 3 Stunden, also nach der Behandlung, direkt ersichtlich. Und man kann sich nach 2 bis 3 Stunden direkt über volles Haar freuen. Einschränkungen gibt es beim Haarsystem keine. Man kann direkt nach der Behandlung auch Sport machen, schwimmen gehen, Alkohol trinken. Man ist also direkt wieder gesellschaftsfähig. Partner des heutigen Videos ist übrigens der führende Anbieter, wenn es um das Thema Haarsysteme geht, und zwar OC Hair Systems. Falls es bei euch auf dem Kopf da oben einfach etwas lichter wird und ihr euch grundsätzlich für das Thema Haarsysteme interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox rein oder macht einfach einen kostenlosen Beratungstermin aus mit einem Care Manager. Der wird euch alle Fragen rund um das Thema Haarsysteme auf jeden Fall in einem Videocall komplett beantworten können. Die Medaille hat bekanntlicherweise 2 Seiten und jetzt machen wir weiter mit den Nachteilen eines Haarsystems. Der erste Nachteil eines Haarsystems ist der höhere Zeitaufwand. Man muss das Haarsystem regelmäßig und konstant pflegen, heißt, man hat einen höheren Pflegeaufwand für das System, was natürlich bedeutet, dass man dafür auch logischerweise mehr Zeit einkalkulieren muss. Zudem muss man auch für das Neuverkleben des Haarsystems Zeit einkalkulieren. Alle 2 bis 3 Wochen wird das Haarsystem auf dem Kopf neu verklebt. Man kann das Ganze selber machen, aber das dauert, wenn man sich eingegroovt hat, locker immer so 1/2 Stunde. Heißt, die 1/2 Stunde muss man alle 2 Wochen zudem mit einkalkulieren. Außerdem muss man natürlich auch noch die regelmäßige Erneuerung des Systems mit einkalkulieren. Man sagt, man braucht so ungefähr 2 bis 3 Systeme im Jahr. Heißt, man muss dann wieder den verlängerten Friseurbesuch beim Haarsystemanbieter mit einplanen und dann logischerweise auch zum Haarsystemanbieter wieder hin, um ein neues Haarsystem auf den Kopf zu verkleben. Ein weiterer Nachteil sind höhere Kosten. Zum einen hat man mehrere Pflegeprodukte, die für das Haarsystem benötigt werden, was natürlich auch schlussendlich dann höhere Kosten sind. Und man hat natürlich auch noch höhere Kosten für Zusatzprodukte. Ich habe eben gesagt, man klebt das Haarsystem auf den Kopf drauf. Man braucht dann dementsprechend bestimmte Tapes oder Flüssigkleber, um halt das Haarsystem auf dem Kopf zu platzieren und zu befestigen. Heißt, man hat höhere Kosten für Pflegeprodukte, Zusatzprodukte, aber auch höhere Kosten an sich für das Haarsystem. Denn man muss das Haarsystem minimum 2 bis 3 Mal im Jahr wechseln, tauschen bzw. erneuern. Und dann muss man logischerweise halt auch den vollen Preis für ein Haarsystem minimum 2 Mal im Jahr einkalkulieren. Und ein weiterer Nachteil ist das Gefühl, denn auf dem Kopf ist ja nicht das echte Haar, sondern Fremdhaar ist auf dem Kopf verklebt. Heißt, man hat halt nicht das Gefühl von echtem Haar auf dem Kopf und die Haare fetten zum Beispiel auch natürlich nicht auf natürlichem Wege nach, denn die eigentlichen Haare sind ja komplett abrasiert und das Fremdhaar ist verklebt. Heißt, es kann unter Umständen auch dazu kommen, dass einfach das Haar auf dem Kopf, was verklebt wurde, mit dem Haarsystem einfach schneller ein bisschen brüchiger wird oder schneller ein bisschen austrocknet, weil es nicht auf natürlichem Wege nach. Fettet. Weiter geht's mit der Haartransplantation und auch hier starten wir mit den Vorteilen. Der erste Vorteil ist erstmal der geringere Zeitaufwand. Man muss in Anführungsstrichen nur einmal die Haartransplantation durchführen und dann ist das Thema durch. Man muss halt nicht ständig wieder zur Haarklinik hinlaufen und sich wieder neue Haare transplantieren lassen, sondern wenn man das einmal erfolgreich gemacht hat, dann ist der Käse gerollt. Und ein zusätzlicher Pflegeaufwand ist jetzt auch nicht nötig. Klar bekommt man nach der Haartransplantation spezielle Pflegeprodukte, aber wenn der Heilungsprozess dann auch
abgeschlossen ist, bedarf es hier auch keinen zusätzlichen Pflegeaufwand, wie zum Beispiel beim Haarsystem. Außerdem hat man bei einer Haartransplantation geringere Kosten. Ich habe es gerade schon gesagt, weniger Pflegeprodukte, weniger Zusatzprodukte, das heißt gleich weniger Zusatzkosten. Aber grundsätzlich ist auch eine Haartransplantation günstiger, wenn man nämlich davon ausgeht, dass nach einer Transplantation der Käse gerollt bzw. die Matte wieder auf den Kopf verlegt ist und man wieder Haare auf dem Kopf hat. Denn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass eine Haartransplantation ungefähr so 3000 Euro kostet, je nachdem, wo man das machen lässt und wie viele Grafts verpflanzt wurden. Und ein Haarsystem kostet ungefähr 600 Euro. Dann ist das Haarsystem nach 2,5 Jahren teurer, wenn man davon ausgeht, dass man pro Jahr 2 Haarsysteme benötigt. Heißt, langfristig gesehen ist eine Haartransplantation tatsächlich günstiger. Zudem kommt auch noch das Gefühl hinzu, das bessere Gefühl würde ich jetzt schon sagen, denn bei einer Haartransplantation werden ja die eigenen Haare transplantiert. Heißt, man hat am Ende des Tages auch seine eigenen natürlichen Haare auf dem Kopf, wo auch alle Prozesse ganz normal funktionieren, wie zum Beispiel das Nachwachsen, das Nachfetten etc. Heißt, man hat einfach nicht das Gefühl eines Fremdkörpers auf dem Kopf, sondern man hat wirklich sein eigenes Haar auf dem Kopf. Die Medaille hat bekanntlicherweise auch bei einer Haartransplantation 2 Seiten. Machen wir weiter mit den Nachteilen einer Transplantation. Eine Transplantation ist ein Eingriff in den Körper, heißt, wir haben eine ganz normale OP und eine OP bringt natürlich immer gewisse Risiken mit sich. Das muss einem vor einer Transplantation logischerweise bewusst sein. Klar, und so eine Operation und so ein Eingriff in den Körper verläuft nie komplett schmerzlos. Mittlerweile gibt es schon echt gute Techniken, die so eine Transplantation fast schmerzfrei machen. Aber man hat logischerweise trotzdem nach so einem operativen Eingriff ein Stück weit Kopfschmerzen und auch Druck auf den Kopf. Das lässt sich definitiv bei einer Transplantation nicht vermeiden. Die Anwuchsrate bei einer Transplantation, die ist natürlich nicht so hoch wie bei einem Haarsystem, weil beim Haarsystem sind die Haare ja bereits in diesem System integriert und bei einer Transplantation müssen die Haare dann auf natürlichem Wege erstmal wieder nachwachsen. Heißt, die Anwuchsrate ist geringer und die Haardichte logischerweise auch ein Stück weit. Das Endergebnis nach einer Haartransplantation ist nicht direkt sichtbar, ganz im Gegenteil. Das dauert tatsächlich 10 bis 12 Monate, bis man wirklich das finale Ergebnis auf dem Kopf hat. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied zum Haarsystem. Und logischerweise hat man auch gewisse Einschränkungen nach der OP und vor der OP. Man sollte auf jeden Fall einen gesunden Lifestyle forcieren und nach der OP bestenfalls kein Alkohol trinken, nicht rauchen und man ist auch nicht direkt wieder gesellschaftsfähig. Heißt, man muss nach der OP bzw. nach der Transplantation locker so 2 bis 3 Tage einplanen, wo man halt noch nicht wieder auf 100% ist. So, und hier sind nochmal die Vor- und Nachteile gegenübergestellt von diesen beiden Methoden. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Haarsystem wesentlich weniger Risiken mit sich bringt, man hat keine Schmerzen, man ist einfach direkt wieder gesellschaftsfähig, heißt, man muss sich da um nichts Gedanken machen in puncto Risiken, Schmerzen etc. Langfristig gesehen ist ein Haarsystem allerdings teurer, man hat einen höheren Zeitaufwand und man hat logischerweise nicht die echten Haare auf dem Kopf. Bei einer Transplantation ist es genau andersherum, man hat das echte Haar auf dem Kopf, man hat weniger Zeitaufwand und langfristig gesehen ist eine Transplantation günstiger. Aber man muss trotzdem im Hinterkopf haben, dass eine Transplantation eine ganz normale Operation ist und dementsprechend die ganz normalen Risiken mit sich bringt, einen Heilungsverlauf mit sich bringt und dass das Ergebnis auch erst nach 12 Monaten vollends ersichtlich ist. Falls du jemanden kennst, der unter Haarausfall leidet und dem es irgendwie gar nicht gut tut, dass er keine Haare mehr auf dem Kopf hat, teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Denn Leute, am Ende des Tages geht es ja darum, ein neues Lebensgefühl zu erhalten mit den Haaren auf dem Kopf. Und ob du dich jetzt am Ende des Tages für die Transplantation entscheidest oder für das Haarsystem, das bleibt dir überlassen. Du musst einfach für dich abwägen, was für dich besser ist, was für dich eher in Frage kommt. Und am Ende des Tages, denk dran, kommt es auf das neue Lebensgefühl an, was man am Ende des Tages dann hat mit neuem Haar auf dem Kopf. Vielen Dank nochmal an den heutigen Partner des Videos, an OC Hair Systems. Falls ihr euch grundsätzlich für das Thema Haarsystem interessiert, schaut bei OC Hair Systems vorbei. Und egal für welchen Weg ihr euch entscheidet, ich wünsche euch auf diesem Wege auf jeden Fall viel Erfolg auf eurem individuellen Weg zu vollem Haar.